Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Und zwar über die Neuerscheinung aus dem November 2020. Ja, wenn ihr eine Ahnung hättet, wie spät es schon ist. Es ist eigentlich viel zu spät, um ein Video aufzunehmen und ich komme gerade aus dem Kino. Denn ich habe gerade den Exorzisten geschaut. Ja, ein Film von 1973 hat es dank Corona doch noch geschafft, nochmal in die Kinos zu kommen. Und ich habe ihn tatsächlich zum ersten Mal gesehen und er war unglaublich. Ja, aber deswegen ist es schon ein bisschen spät geworden. Eigentlich ist es fürs Videodrehen viel zu spät, aber ich muss euch ja erzählen, was im nächsten Monat wieder für tolle Bücher rauskommen. Denn da sind wieder einige Schätze dabei, die ich unbedingt lesen möchte. Und ich hoffe, ihr könnt da noch den ein oder anderen Tipp für euch mitnehmen. Los geht es am 1.11. direkt mit Pike. Er wird dich retten von Tim Fraser. Das ist der zweite Teil des Pike-Duetts. Und natürlich werde ich deswegen jetzt nicht sagen, worum es im zweiten Teil geht. Ich werde mich hüten und diesen Klappentext lesen. Aber ich kann ja mal verraten, worum es denn im ersten Band laut Klappentext ging. Da geht es nämlich um den Auftragskiller Pike, der in Logan's Beach wohnt und ja, sich da so ja, mehr schlecht als recht durchschlägt. Und ja, nicht so gut, nicht unter so und unter so nicht so tollen Verhältnissen aufgewachsen ist. Und dann lernt er die junge Mickey kennen und er fühlt sich zu ihr hingezogen. Das ist aber nicht gut, denn ja, sie könnte der Schlüssel sein, um seinen ältesten Feind zur Strecke zu bringen, zu bestrafen, wie auch immer. Ja, und dann ist er natürlich hin und her gerissen zwischen seinen Gefühlen zu ihr und dem Wunsch, Rache zu üben. Klingt bitterböse und wenn ihr die dunklen, düsteren Bücher von T.M. Fraser mögt, ist das natürlich ein Tipp, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Auch am 1.11. erscheint Christmas Deal von Y.K. Land und Penelope Ward. Auch ein Buch, auf das ich mich schon richtig freue. Denn hier geht's um Riley Kennedy. Sie ist ziemlich genervt, denn ihre E-Mails landen ständig im Postfach von Kennedy Riley, ihrem Kollegen. Und er macht dazu irgendwie auch noch dumme Sprüche und macht sich über sie lustig. Und sie will ihn dann auf der Weihnachtsfeier zur Rede stellen. Aber irgendwie kommt es dann dazu, dass die beiden einen Deal miteinander aushandeln. Sie soll ihn auf eine Hochzeit begleiten und er spielt dafür beim Weihnachtsessen, bei der Weihnachtsfeier ihrer Mutter, ihren Freund. Das klingt ja schon nach Chaos und auch wieder nach großen Gefühlen. Und ich liebe die beiden Autorinnen ja sowieso und das kann einfach nur super gut werden. Und am 2. November geht es mit dem dritten Teil der Baileys-Serie von Piper Rain weiter, nämlich A Twist of a Love Affair. Ja, hier geht es um einen der beiden Zwillingsbrüder. Leider steht auf dem Klappentext nicht, wer. Und wohl kommt ein Mädchen zu ihm und sagt ihm, dass sie ein Baby von ihm hat. Und ja, jetzt muss er natürlich erstmal prüfen, kommt das rechnerisch hin? Verwechselt sie mich vielleicht mit meinem Zwillingsbruder? Und wie komme ich mit meiner Familie klar, die sich da jetzt das Maul drüber zerreißt? Und wie komme ich da überhaupt wieder raus? Und was passiert? Es klingt wieder herrlich. Und ich bin ja in diese Kleinstadt in Alaska eingetaucht und fand's super. Und ich werde den zweiten Teil jetzt auch noch lesen. Den wollte ich eigentlich diesen Monat schon lesen. Hat aber irgendwie nicht funktioniert. Ich bin nicht mit Lesen dahergekommen. Irgendwie läuft mir im Moment immer die Zeit weg. Ich komme nicht zum Lesen und auch nicht zum YouTube-Videos gucken. Ich habe so eine richtig lange Watchlist schon. Ach, ist einfach doof. Aber manchmal, ja, drängelt sich halt das Leben dazwischen. Habt ihr übrigens was auf eurer Wunschliste, was ihr nächsten Monat unbedingt kaufen möchtet, dann schreibt es mir doch jetzt unten in die Kommentare, denn ich nehme natürlich gerne noch ein paar Anregungen entgegen. Dann kommt erstmal bis zum Ende des Monats nichts für mich. Also zumindest habe ich noch nichts gefunden, deswegen schön die Tipps unten reinschreiben, ne? Am 27.11. erscheint dann aber Sweet Little Lies von Kylie Scott. Hier geht's um Betty. Und Betty, ja, die hat einen Verlobten und weiß, sie sollte eigentlich mit dem Schluss machen. Er ist ein totaler Langweiler und die Luft ist wohl raus. Ja, aber auf einmal wird sie von Unbekannten entführt. Aber dann stellt sich raus, Tom ist gar nicht so ein Loser und so ein Lutscher, sondern er ist ein Geheimagent. Und er setzt alles daran, Betty aus den Fängen, ja, der Entführer zu befreien. Oh, das klingt wieder total niedlich und Kylie Scott kann ja auch echt super schreiben und das ist so ein abgefahrenes Thema. Ja, sowas habe ich noch nie gelesen. Da stand auch irgendwie Mr. und Mrs. Smith in super romantisch. Ja, ich bin gespannt. Hört sich gut an.
Auch am 27.11. erscheint Unzertrennlich, du und ich von Ronnie Lauren. Das ist, glaube ich, auch der zweite Teil einer Reihe. Den ersten habe ich nämlich schon, habe ihn aber noch nicht gelesen. Hier geht es um die Anwältin Rebecca und sie wird auf dem Nachhauseweg von jemandem überfallen und mit einer Waffe bedroht. Und ja, da kommen alte Erinnerungen an einen Amoklauf vor 14 Jahren wieder hoch, bei dem sie wohl dabei war. Und diesmal kommt ihr aber jemand zu Hilfe, nämlich Wes. Und sie kennt Wes schon, denn sie hat seine Ex-Frau bei der Scheidung vertreten. Und ja, bei dieser Scheidung hat er alles verloren, was ihm wichtig war. Und jetzt kommen die beiden sich näher, obwohl das wohl eigentlich eher nicht so sein sollte. Ich bin da total gespannt. Die Bücher von Ronnie Lauren hören sich so richtig tiefgründig an. Und ja, mit so einem Amoklauf ist auch ein schweres Thema, so ein richtig. Ah, das ist schon. Ich glaube, das könnte richtig gut werden. Auch am 27.11., oh, es wird ein teurer Tag, ein teurer, teurer Tag, erscheint Breakaway von Annabelle Steele. Steele? Annabelle Steele? Annabelle Steele? Es ist, glaube ich, eine Deutsche. Denn hier geht es um Lia. Sie macht einen verhängnisvollen Fehler, eine verhängnisvolle Nacht, die dafür sorgt, dass auf dem ganzen Campus über sie getuschelt wird. Und als ob das nicht schon schlimm genug für sie wäre, wenden sich auch noch ihre Freundinnen von ihr ab. Geil. Ja, und da hat sie einfach keinen Bock mehr drauf und beschließt neu anzufangen und setzt sich in einen Bus nach Berlin. Und ja, sie will hier einfach neu durchstarten, zu der Person finden, die sie einmal war oder sich vielleicht neu erfinden. Und ja, dann lernt sie aber Noah kennen und der wirbelt ihr Leben auch schon wieder komplett durcheinander. Oh, das klingt ganz süß und hier macht mich vor allem an, dass das ganze Setting in Berlin angesiedelt ist. Wie cool ist das denn? Wir brauchen viel mehr New Adult Romane, die mal von diesem Trip runterkommen, dass alles in den USA spielen muss. Das ist ja so ätzend. Also, ich bin ja wirklich in letzter Zeit oft von deutschen New Adult Autoren enttäuscht worden, aber es heißt ja auch immer, schreib doch über das, was du kennst. Und das finde ich so cool, dass sich mal jemand traut und dass sich auch ein Verlag traut, eine Handlung in unser Land zu setzen. Das klingt total absurd. Wenn du das den Amis erzählen würdest, die würden uns auslachen, dass wir alles bei denen spielen lassen müssen. Aber es ist ja so cool. Und deswegen wird dieses Buch auf jeden Fall gekauft und gelesen. Ich muss wissen, wie das Setting so angesiedelt ist. Ich habe ja auch ein paar Jahre in Berlin gewohnt. Jetzt wohne ich in Brandenburg. Aber immer noch ziemlich nah an Berlin dran und kenne mich da dann natürlich ein bisschen aus. Und auch natürlich interessiert mich, was sie denn so Schlimmes getan hat, dass alles den Bach untergeht. Und am 30.11. erscheint ein Buch, auf das ich mich total freue, nämlich der zweite Teil einer Reihe. Oder, naja, es ist halt ein Standalone, aber ist bei uns zumindest als Reihe angesiedelt. Cold Kiss, der Kuss des Todes von Becca Foster. Da habe ich ja den ersten Teil total geliebt. Und ja, da ging es um so eine Stalker-Thematik und hier geht es um Marley. Oh, ich kann mir den Namen nicht merken. Hier geht es um Marley und sie ist vor 7 Jahren einem Serienkiller entkommen, indem sie ihn erstochen hat. Und seitdem ist sie wohl bekannt als das Mädchen, das den Killer erstach. Oh, wunderbar. Etwas, was du nie wieder loswirst, ne? Ja. Und eigentlich könnte ihr Leben ganz toll sein, aber auf einmal verschwindet ihre kleine Schwester. Und jetzt fragt sich Marley natürlich, hat der Killer damals überlebt? Ist er wieder hinter mir her oder hinter meiner Schwester? Und ja, in ihrer Verzweiflung wendet sie sich dann an den Ermittler Kenai. Und zwischen den beiden prickelt es gewaltig. Und ja, da merken sie gar nicht vor lauter Turzelei, in was für einer tödlichen Gefahr sie bereits schweben. Das klingt wieder richtig heiß und ich bin sicher, da prickelt es wieder, aber auf so eine erwachsene, coole Art. Und da bin ich natürlich total gespannt, was da für ein Serienkiller wieder unterwegs ist. Und auch am 30.11. und ich bin froh, dass es doch noch kommt, denn es sollte schon im, ich weiß nicht, im März oder im April erscheinen, ist Love Like Magic von Kelly Siskind. Hier geht es um Bea und Bea lernt in New Orleans den mysteriösen Magier Huxley kennen. Und irgendwie kommt es dazu, dass Bea für ihn und seine Brüder in seiner Zaubershow als Assistentin mitwirken muss. Und ja, dann prickelt es zwischen den beiden total. Und eigentlich möchte Bea sich nicht auf Huxley einlassen, denn als sie sich das letzte Mal auf einen Mann eingelassen hat, wurde ihr Bankkonto leergeräumt und sie wurde fast verhaftet.
Aber es ist ja magisch und in New Orleans ist alles möglich. Ah, oh, es klingt voll süß. Da macht mich ja so dieses Zauber-Setting total an. New Orleans als Setting macht mich einfach total an. Da freue ich mich total drauf. Es klingt richtig cool. Ich habe auch noch nie sowas von einem Magier so richtig gelesen. Doch, es gab mal eine New Adult-Reihe, da hat auch einer gezaubert, aber halt nicht so in diesem großen Stil. Und das klingt schon ziemlich cool. Es ist mal was ganz anderes und macht mich total an. So, das war's schon wieder. Es waren gar nicht so viele Bücher, aber die Qualität der Geschichten, wie sich das alles so cool anhört, macht mich total an. Und ich habe da so richtig Bock drauf, mich in diese Geschichten reinfallen zu lassen. Es ist auch so ein richtig bunter Mix. Da ist ja von allem irgendwie was dabei. So ganz unterschiedliche, coole Settings. Es wird ein Bomben-Lesemonat, das weiß ich jetzt schon. Wenn ihr übrigens das nächste Neuerscheinungsvideo nicht verpassen wollt, dann dürft ihr jetzt gerne diesem Kanal noch ein Abo dalassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich die Glocke aktivieren und so. Und vielleicht gebt ihr mir ja auch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und mehr habe ich dann heute auch gar nicht zu sagen. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Macht euch noch einen schönen Tag. Tschüss.